Mahlzeit, liebe Freunde. Heute gibt es ganz, ganz wichtige News für euch. Da will ich gar nicht lange rumfackeln. Wir kommen dazu, dass man demnächst schneller auf 600 kommen wird. Dann gibt es noch einige Infos für den Raid, der heute starten wird. Dann wird es viele, viele Änderungen im PvP geben. Seid darauf auf jeden Fall gespannt. Dann kommen wir natürlich noch zu dem Winter-Event, das ansteht. Und damit wir da zügig durchkommen, fangen wir direkt an. Und zwar hat Bungie festgestellt, naja, da haben wir ja ein DLC rausgebracht und viele Spieler starten das DLC, spielen eine Mission und dann kommen sie an einen Punkt, da komme ich ja nicht weiter, da muss ich ja jetzt erstmal 2-3 Wochen weiterleveln. Das geht ja so nicht. So, jetzt haben sie die Schmiede ja schon bereits 5 Power Level runtergeschraubt, damit das Ganze für Leute, die 600 plus minus, also eher plus 5 bis 10 Level höher sind, das dann auch schaffen. Jetzt sagen die aber auch, okay, aber wir wollen natürlich auch nicht die Spieler verlieren, die irgendwie bei 550 rumpimmeln und dann einfach zu lange auf 600 brauchen, um diese Aktivität zu spielen. Die bekommen dann ein kleines Hilfepaket, ja, nehmen wir das Ganze so. Ab dem 11. Dezember wird man durch Primus-Engramme deutlich schneller auf 600 kommen, sprich die Primus-Engramme, die ihr bekommt, haben einen viel größeren Level-Boost. Bungie überlegt sich noch weitere Maßnahmen, um den Weg auf 600 zu erleichtern, aber Primus-Engramme sind erstmal der erste Schritt und sie werden uns dann mitteilen, also ich werde euch dann natürlich dann mitteilen, wann es dann soweit ist, dass Bungie weitere Schritte eingeleitet hat, um schneller auf 600 zu leveln. Der Raid, das ist der zweite Punkt auf meiner Liste, der startet ja bekanntlich heute am Freitag, dem 7. Dezember um 18 Uhr. Und dieser Raid ist empfohlenes Power Level 640, sprich, da gehen auf jeden Fall die besten Teams an den Start, die dann auch den World First Raid Gürtel abstauben wollen. Ja, den wird es auch wieder geben, genauso wie beim Letzter Wunsch Raid. Für, also das erste Team, das sozusagen den Raid abschließt, gibt es dann diesen Gürtel. Für die Teams, die innerhalb der ersten 24 Stunden das Ganze abschließen, gibt es ein spezielles Emblem. Und für alle Leute, die von heute bis zum 12. Dezember 18 Uhr den Raid abschließen, die bekommen einen Code, mit dem sie dann sich eine Raid-Jacke kaufen können. So, die Raid-Jacken sind ziemlich beliebt, da würde ich schon drauf schwitzen auf jeden Fall, auch wenn ihr sie selber nicht haben wollt, die kann man immer ganz gut verkaufen. So, dann gibt es noch einige Infos zum Raid an sich. Gestern ist ja der Teaser rausgekommen. Ich habe den Teaser nur hochgeladen, hatte aber keine Zeit, da weiter Infos drüber zu bringen. Und zwar, wenn wir uns den Teaser ganz genau anschauen, sehen wir am Ende einen Zwischenboss oder den Endboss. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist dieser Boss meiner Meinung nach Siva besessen. Sprich, der ganze Raid ist Siva. Und das ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Aber schauen wir uns das Ganze genau an. Also das Ding hat erstmal 4 Arme. So, das ist schon mal Kategorie Gefallener. Davor sehen wir auch ein paar Skiffs in diesem Teaser. Das heißt, entweder sind das Gefallene oder Sieber-Gefallene oder eine neue Mischung aus allem. Auf jeden Fall Gefallene. So, 4 Arme. Dann sehen wir eine Art Kanone statt einem Arm. Sprich, da ist schon wieder Mechanik und Zellen zusammen verbunden, was schon wieder auf Sieber hindeutet. Und wenn wir uns den Kopf angucken, der ist auch eckig, leuchtet leicht rot. Das ist für mich eindeutig Siever. Gut, in Siever Raid hatten wir schon, in Destiny 1 ja 3. Ist jetzt natürlich nichts Neues, aber wer hat es auch gedacht? Eine neue Gegnerrasse war ja auch gar nicht geplant. So, da hätten wir sowieso unten eine aufgewärmte Gegnerrasse bekommen. Und es ist nun mal Siever. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das storytechnisch damit reinbringen. Da bin ich auch mir ziemlich sicher, dass da etwas, also dass die Kosmodrom-Quarantäne auf jeden Fall was damit zu tun hat. Ich habe darüber kein Video gemacht, aber das ist eigentlich ganz interessant, wo wir die Donnerlaut uns geholt haben, war es ja eigentlich verboten, ins Kosmodrom zu gehen und deswegen können wir da auch nicht mehr hin. Das liegt eigentlich daran, dass Zavada das gesperrt hat, weil die Siva-Ausbreitung weiterhin stattgefunden hat und das Kosmodrom immer noch Siva verseucht ist. Denn nur weil wir den Siva-Primus ausgeschalten haben, hat sich Siva nicht von allein weg teleportiert, sondern es ist halt immer noch da, es verbreitet sich halt nur nicht. So, und dann steht dann auch noch da, dass wir am Ende dieses Raids einige verschollenen Geheimnisse der schwarzen Waffenkammer bergen werden und da bin ich auch sehr gespannt drauf, denn Bungie baut die Raids ja endlich mal in die Story ein. Der letzte Wunsch hatte was mit der Story zu tun. Wann hatten wir denn sowas das letzte Mal? König der Besessenen und Rise of Iron, da hatten wir es auch. Aber davor, so in Destiny, Kalus hatte jetzt auch nicht
So, na doch, doch, Carlos hatte auch schon viel mit der Story zu tun, das ist auf jeden Fall sehr gut. Da habe ich jetzt ein bisschen zu weit nach hinten geschaut, also in Destiny 1, da hatten die Raids irgendwie, weiß ich nicht, ich fand, die waren ziemlich willkürlich. Aber gut, das ist jedem sein überlassen, wenn man da jetzt genau ins Detail geht, habe ich vermutlich nicht recht und habe mich jetzt verquatscht, aber ich habe keine Lust, das jetzt hier rauszuschneiden. Deswegen kommen wir zügig zum nächsten Thema, und zwar der PvP. Oh, PvP. Sehr spannendes Thema, und zwar hat Bungie festgestellt, oh ja, die Community, die hat ja doch schon ziemlich viel Feedback dagelassen, was sie gerne geändert haben wollen, und der erste Punkt auf Bungies Liste ist das Competitive Matchmaking, denn sie haben festgestellt, welch ein Wunder, Solospieler treffen auf Vierer-Stacks, also Leute, die zu viert spielen, Solospieler mit wenig oder allgemein Spieler mit wenig Competitive-Punkten treffen auf Leuten mit viel Competitive-Punkten, und da gibt es ein totales Durcheinander, was den Spielspaß natürlich reduziert. Manche möchte da etwas Neues am Matchmaking verändern, aber was wissen sie, also sie wissen schon, aber sie haben es noch nicht verraten, da sie da noch kräftig am Testen sind und sie wollen uns ja ein funktionierendes Projekt oder Produkt liefern und nicht jetzt irgendwas versprechen und am Ende klappt es nicht, deswegen halten sie das erstmal zurück. Aber wie gesagt, ich werde euch da zu der richtigen Zeit noch informieren. Power Munition ist der nächste Punkt, und zwar auch im Competitive Spielmodus. Es soll weniger Power Munition geben, aber nicht im Sinne von, wenn ihr sie aufhebt, bekommt ihr weniger, sondern dass sie seltener kommt. Im Spielmodus wie Kontrolle und Konflikt und Rumble, ist jetzt zwar nicht competitive, aber separiert, wird die schwere Munition statt alle 45 Sekunden alle 2 Minuten auftauchen. Im Spielmodus Überleben und Showdown wird die Power-Munition alle 60 Sekunden auftauchen. Ob das der richtige Ansatz ist, wenn man sagt, man will weniger Power-Munition, im Competitive will man eigentlich gar keine Power-Munition und dann sagt man, okay, ihr kriegt immer noch 2 Raketen für die Warpcliff-Spule und es kommt dann halt einfach nur selten. Da weiß ich nicht, ob das jetzt so die Lösung ist, die wir uns gewünscht haben, aber das ist ja wieder mal typisch. Community wünscht sich Option A oder B und Bungie führt dann Option C ein. Na, Sniper. Die Leute haben langsam die Shotgun satt, sie wollen snipen, aber snipen ist ziemlich schwierig, denn der Flinch ist ziemlich hoch. So, der Flinch sollte reduziert werden, war der Community-Wunsch. Was macht Bungie? Der Flinch wird nicht reduziert, dafür können dann die schnell schießenden Snipern mit zwei Schüssen töten, und die Snipern, die etwas mehr Schaden machen, sollen dann auch Supers One-Shotten können, also das heißt per Kopftreffer dann ausschalten. Und es werden auch mehr Kurzblickvisiere geben, also die wenig Zoom haben, was ja für Snipen richtig gut ist. Verstehe ich auch wieder nicht, das Hauptproblem ist eigentlich der Flinch, aber der wird nicht reduziert, dafür macht man wieder und eine Option C, die überhaupt keiner wollte. Sehr interessant, wie Bungie da immer an die Lösungen der Probleme rangeht. Nova Warp ist bekannt, viel zu stark, wird Ende Januar, also alles, was ich hier zum PvP erzähle, wird für einen Patch Ende Januar angesetzt, wahrscheinlich dann gleich mit dem letzten Wort, dann, also mit der Quest, die dann gleichzeitig kommt, wird auch der Patch kommen. Nova Warp wird Ende Januar genervt, man weiß nicht, was genau da genervt wird. Ebenfalls werden alte Fokusse wie, keine Ahnung, jetzt mal einfach mal so spontan gesagt, ein Hammer-Titan oder der Falljäger, also der Nachtpirscher, also jedenfalls die alten Supers gebufft, nicht alle, aber manche werden gebufft, da die jetzt dank den neuen Supers ein wenig in den Hintergrund gerückt sind, denn seien wir mal ehrlich, wer spielt im PvP die normale Nova-Bombe? Jeder spielt den Nova-Warp, nur so als kleines Beispiel zum Verständnis. Telesto. Liebe Freunde, Telesto wird Ende Januar genervt. Da gibt's erstmal ein Applaus. So, jetzt bitte aufhören zu klatschen, vielen Dank. Telesto wird genervt, und zwar weiß man, okay, Telesto ist von der Reichweite her total unabhängig, also müssen wir da irgendwas anderes dran ändern. Allerdings haben sie schon gesagt, der Nerf wird nicht allzu hart ausfallen, denn man möchte die Waffe nicht tot nerven, sondern man möchte sie einfach nur anpassen, sodass sie nicht über anderen Fusionsgewehren steht. So, dann Titan Skate am PC ist ja ebenfalls ein Problem. Bungie arbeitet dort an einem Fix, denn das Problem ist, sie könnten das zwar entfernen, allerdings fühlt sich dann das Schweben mit diesem Sprung vom Titan ganz anders an und sie wollen einfach dieses Gefühl nicht entfernen. Sprich, sie sind am herausfinden, wie man das fixen kann, ohne dass man das Schweben an sich verändert. Und ist eigentlich eine gute Sache, aber da haben sie schon gesagt, das wird dauern. Da soll man jetzt nicht Ende Januar erwarten können. So, liebe Freunde, das waren die Sachen. Und jetzt kommen wir zu dem Winter-Event, das am 11. Dezember erscheinen wird. Und zwar
wird Eva Levande wieder zurückbekommen. Ich hoffe, es wird auch irgendwie lore-technisch das Ganze verbunden, wo sie jetzt das ganze Jahr lang gewesen ist, seitdem Gol die Stadt zerstört hat. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Das Thema des Winter-Events wird das Backen sein. Ja, wir kriegen einen Ofen zur Verfügung gestellt im Turm und wir müssen Zutaten sammeln, um sie dann per Rezept in den Backofen zu schieben und uns irgendwelche Gebäcke zu backen. Bungie hat dazu geschrieben, es wird auch Galahörnchen geben, also kleine Galahornkekse. Das wäre auf jeden Fall ein richtig geiler Easter Egg. Freue mich drauf. Mal gucken, wie das aussieht oder ob das tatsächlich so ist oder ob das jetzt einfach von derjenigen, die das Ganze geschrieben hat, diesen Blogpost von Bungie, ob das einfach nur so zum Spaß da reingeschrieben wurde. So, auf jeden Fall, wir müssen Zutaten farmen. Diese Zutaten können wir dann mischen in einer Backmischung. Also zu einer Backmischung und dann halt backen und das ergibt dann immer einen anderen Loot bzw. ein anderes Backergebnis. Das heißt, wir können uns selber Rezepte erstellen und die wildesten Kombinationen zusammen verbinden. Manche Kombinationen ergeben was Gutes, manche ergeben dann was Schlechtes. Da muss man dann selber rausfinden, was die perfekte Mischung ist. Dann wird es noch außerdem Beutezüge und ein Kochbuch geben und dann natürlich auch Belohnungen, denn klar, wir wollen ja Belohnungen. Es wird Verbesserungskerne geben, Mods geben, legendäre Ausrüstung und ein neues MG, die Lawine mit Zufallperks. Die Lawine, kann man nicht allzu viel sagen. Gameplay-technisch weiß ich nicht, ob man da jemals was zu gesehen hat, aber ein neues MG ist ja auch schon mal immer was Nettes. Dann wird es natürlich noch Winter-Event-Triumphe geben und wer alle Triumphe abschließt, der bekommt ein schickes Schiff, richtig Luxusklasse. Und ja, liebe Leute, das Ganze endet dann am 1. Januar und damit endet auch dieses Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir hören uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, lasst den immer gut schwingen auf Vinero TV.